Nenn ich die wieder. Wir sind dabei, die 10. Episode der Community Games jetzt zu drehen! Oh, ihr seht hier den letzten Tisch, den hat es etwas erwischt. Wir haben einen neuen Tisch. Also, wenn ihr was von dem alten Tisch haben wollt, wir unterzeichnen euch das gerne und ihr könnt das als Gewinnspiel. Wenn wir schreiben das jetzt direkt live von der Kamera. Okay. So, wir sind natürlich heute nicht wieder alleine. Hinter der Kamera sitzt der gute alte Melo. Hallo Melo. Yeah. Hi Juan, Alter. Und unser Quizmaster Nick. So, wir wollen auch nicht lang fackeln, sondern gehen direkt über zur ersten Challenge. Ja, liebe Freunde, wir haben uns natürlich fleißig wieder was ausgedacht, weil in der langen Zeit da habt ihr keine Vorschläge abgeben können. Und somit haben wir uns ans Pult gesetzt und uns selber was ausgedacht. Und die erste Challenge lautet Ringelingeldongdongdong. Ringelingeldongdongdong! Ja, ich hoffe, ihr kennt das vielleicht noch von der Kirmes. Und zwar ist das ganz simple Ringe werfen. Oh! Ich werde 6 Ringe hier bekommen. Schau mal nicht. Willst du mich heiraten? Ich auch noch 6 Stück. Und. Ich dreh durch, Schamanak. So, hier müssen wir aufstehen. Einmal. So, jeder von euch hat 6 Ringe. Ja. Ihr werdet eine Minute Zeit haben, so viel wie möglich von diesen 6 Ringen da drauf zu werfen. Und zwar, ihr dürft von. Lass es mal hier sein. Von die Linie. Ihr dürft natürlich, wenn ihr alle weggeworfen habt, dann dürft ihr auch die Ringe wiederholen und erneut werfen. Ah, okay. Seid ihr bereit? Ja. Die Zeit beginnt jetzt. Ah! Ringe wiederholen. Ah! Ich hab. Ah! Du hast 1 zu viel, du hast 7. Ich hab gar nichts. Doch. Ich hab 5, du Affe. Nicht labern, lächerlich bis jetzt. Ey, das schummelt der Hälfte ist rund, Hälfte ist rund. Ja! Weiter, Mann, ihr habt noch 20 Sekunden, noch ist alles drin. Hinter der Linie bleiben. Ja! Fick dich! Ja! Ja! Das darf nicht sein! 5. Ja! 3, 2, 1. Boom, 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 boom! Geil, 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 geil. Du hast den Räuber gekriegt. 5 hatte ich, der hat wieder 2 weggeworfen. 2 weg. Okay, 5 zu 0, klares Ergebnis. Das erste Spiel geht an Buddy. Boom, 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 boom. Get up! Ah. Das ist so schön. Das ist etwa alles weg. Pause. Zieh dir mal den Rauch hier rein. Der Einstand war okay. Ja, wir sind hier in unserer Bad-TV-Werkstatt, in dem wir immer so schöne Sachen basteln, wie zum Beispiel den Tisch. Ich weiß auch gar nicht, warum wir nicht mehr den alten Tisch haben. Wir werden hier in Sicherheit in Zukunft auch mal ein Longboard bauen oder sowas. Das wird dann Melos Heimwerker-Blog. Ja, wir sind gespannt. Vielleicht kommt er wirklich, liebe vielleicht, Freunde. Vielleicht, aber wir wollen nicht lange schnacken. Ich will wissen, wie es jetzt weitergeht, weil ich kann mit einem 1:0 nicht, leben. Und deswegen kämpfen wir jetzt einfach weiter. Es lebt! So, liebe Freunde, dann kommen wir jetzt. Ah, Junge, wie bist du denn drauf, Alter? Wie ist denn das denn? Hey, kennt ihr das nicht, wenn man einfach wissen will, wie das schmeckt? Boah.
Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten Challenge. Eine Challenge. Wir wollen ja nicht lang schnacken. Jawohl. Und die nächste Challenge ist dadurch entstanden durch meine überragenden Paint Skills, ja. Master of Disaster. Und zwar die Aufgabe wird sein, ich habe mich ein bisschen bei Paint ausgetobt und eure Aufgabe wird eben sein, zu erkennen, um welches Computerspiel es sich handelt. Oh, cool. Wer als erster die Antwort gibt, hat gewonnen. Bild Nummer 1 okay. kommt jetzt. Minecraft. Pac-Man. Minecraft? Minecraft ist richtig. Erster ja. Punkt für Buddy. Boom! Ich hab Pac-Man gesagt, weil dieser Geist da drauf war. Ich dachte, das war so dieses. Ich dachte jetzt wegen diesem Geist da irgendwas oder so. Was? Bester Fanskill. Teach me Master. Ja. Das nächste Bild kommt jetzt. Stranded Deep. Stranded Deep. Darkrai. Richtig. Darkrai. Nein. Wilhelm. Doch. Oh. Oh. Immer wieder diesen Till Schweiger, verdammte Scheiße hier. Außerdem weint das Männchen auch. Warum weint das? Warum? Bing Cry, Alter. Oh. Scheiße, Mann. Das kann nicht angehen. Ich muss auch was wissen hier, Mann. Das nächste Bild kommt jetzt. Counter-Strike. Ich war zuerst. Katze war erst. Ich war zuerst. Katze war ein bisschen. Booyah! Bild Nummer 4 kommt jetzt. Der Geist! Oh, wer war zuerst? War Katze. Was? Ich würde auch sagen, eine Millisekunde. Warte, ja. Warum sind die alle also, schwarz bei dir? Alter? Du bist doch voll der Rassist. Das ist voll die Zombies. Das ist grün. Das Mohrenkopf. Ich würde sagen, ja, aber ich glaube 2-2. Wie viele Bilder hast du insgesamt? 7 Stück. Sieben? Das heißt, also Best of 7 ist. Okay. Weil das nächste Bild kommt jetzt. Avengers. Halt, World of Warcraft! World of Warcraft ist richtig. Ja! Oh, das hab ich nie gespielt, Mann. Okay, wegen dem Ork. Was macht der Hulk da drin? Ja, ich hab mir gerade gesagt, hä, was, hä? Oh, das nächste Spiel könnte schwierig werden. Hast du echt Zeit genommen, das zu malen? Bist du behindert? Er saß zu Hause und hat einfach Paint gemalt. Oh, ja. Könnt uns ja, eure Einsendungen schicken fürs nächste Mal. Also immer gerne ein bisschen auch selber malen. Okay, Bild Nummer 6. Okay. 3-2 für Buddy steht es. Oh, shit. Es geht los. Jugendsternmuskel. Big Biceps, Big Biceps, Kampfspiel Tekken, Red Dead Redemption, nein, Sun Biceps. Judenbiceps. Judenbiceps. Wolfenstein. Wolfen, nein. Oh. Dann geht mal symbolisch, so versucht mal die Wörter zusammenzukriegen. Das ist eine Sonne. Ein Stern. Ein Stern und ein Bi- Starcraft! Richtig! Oh. Sowas. Ah, Sternenkraft! Oh. Ah. Damit hat Buddy schon gewonnen, Best of 7. Aber. Das war schwer, aber. Das war pass mal auf, ich gebe mal Katze eine Chance für ein Unentschieden. Und zwar kommt jetzt ein richtig schweres ja. Bild und du hast 5 Sekunden Zeit zu erraten. Ich alleine? Ja, aber du hast 5 Sekunden Zeit, dann kriegst du ein Unentschieden, okay? Okay, okay. Alles klar. Bild Nummer 7 kommt jetzt. 3, 4, 5. GTA, nein! Nein, Need for Speed! Need for Speed ist richtig! Richtig! Aber eine Sekunde zu spät! Das war zu spät, das war zu spät, das war zu spät. Wir wollen hier fair bleiben. Scheiße hier. Das zweite Spiel geht leider auch an Buddy. Ja? Fällt mir schwer, das so zu sagen. Aber das war's noch nicht. Halt ihn feste. Halt ihn feste. Wir möchten ja jetzt hier nicht wieder zu lange warten. Deswegen sage ich, geht es direkt los zu Spiel Nummer 3. Der Creme de la Creme bestimmt. Spiel Nummer 3 kommt hier. Was? So, wir sind jetzt bei der dritten Challenge angekommen und der gute Nick wird uns jetzt sagen, was wir machen müssen. Ja, liebe Freunde, die dritte Challenge, ihr seht es, ihr habt einen PC da liegen, ihr habt ein paar Werkzeuge da liegen und die Aufgabe wird es sein, mit diesen Werkzeugen, die ihr da liegen habt, was ist das, ein Hammer, eine Axt, Tischbein, Splitter, auf einem alten Tisch das Tischbein. Ihr dürft dann gleich Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer anfängt, dann darf sich derjenige Gewinner immer wieder ein neues Werkzeug aussuchen und muss damit dann den Computer möglichst viel kaputt machen. Wer am meisten Schaden angerichtet hat, gewinnt. Okay. Das klingt so nach uns. Schnicke, schnacke, schnucke. Schnicke, schnacke, schnucke. Okay, Buddy, ich lasse dir den Vortritt. Ja, ich bin mal eher der Brachiale. Ich denke, stumpfe Gewalteinwirkung, der mir den meisten Schaden anrichtet. Ja, stumpfe Gewalteinwirkung okay. ist mein Favorit. Schon mal ein das ist eine schöne Welle, ja. Das heißt jetzt, der Hammer ist aus dem Rennen. Ah, oh, ich will mal so spontan sein, das ist schon eine gute 7. Okay.
Ich glaube, ich nehme erstmal das Fischbein. Retro-Style. Ja, Fischbein. Das schlag, wie du willst, ne? Seid ihr bereit? Was? Ja. Zählt das auch dabei, das Tischbein? Das ist eine 8,5. Geil. Ja, Respekt. So, nehme ich mal hier Hackeball. Huckleberry Finn nennt man mich auch. Aus dem Weg, jetzt komm ich. Oh. Scheiße, ey. Ja. Ja, das ist nur leider eine 5. Hättest du anders ansetzen müssen, dann Plastik. Darf ich den so ein bisschen was anheben oder was hier so? Darf ich den nur drehen? Darf den nur drehen? Je nachdem, welches Werkzeug du nimmst, kann ich dir auch noch was dazu sagen. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich den Böller oder den Spitzer nehme. Also ich weiß noch nicht. Mehr. Also ich würde mich für den Böller entscheiden. Okay, den Böller, den darfst du natürlich irgendwo reinschmeißen. So viel darfst du. Will du, dass der gut so macht? Ah, was macht die Glocke? Was geht ja? Ich habe eine Nüsse geschossen. Okay, Freunde, ich werde den Böller jetzt hier einfach reinwerfen gleich und gucken, was passiert. Abelpep, Big Bicep, Abelpep! Das ist voll schein, Alter. Oh, meine Ohren, Junge! Das ist leider nur eine 4. Jetzt kommt. Ich war früher mal Baseballspieler, Professionale. Könnte jemand hinter der Kamera mal so tun, als würde er einen Ball werfen? Was geben wir denn da jetzt für Punkte? Ah, ist nur eine 7. Tut mir leid, den hast du leider 7 nicht. Doch. Ja, ich würde sogar sagen eine 6. Eine 6? Also, ja. Also wenn ich... Aber er hat nicht ganz ausgeholt. Ich nehme den Spitzer. Okay, kann ich? Gibt es ein Special zum Spitzer? Kann ich? Mit dem Spitzer darfst du jetzt eine Minute lang machen, was du willst. Das ist der Spitzer da gewesen. Ja, das ist schon geil gewesen. Gut, das war ein gutes Verfall. Volle 10 Punkte. Ja, das war der Spitzer macht die 10. Das hätte ich nicht erwartet. Ich finde, da kann man ruhig was lassen. Ja gut, damit würde ich sagen, ne? Damit hat Makatze die letzte Challenge noch gewonnen. Danke. Wie machen wir das Ding noch richtig kaputt, oder? Ich würde sagen, wir schieben eine Rakete in den Arsch oder so. Batista Bob! Aber jetzt möchte ich eine Rakete in dem Ding sehen. Ich will eine Rakete. Machen wir. Und dafür gehen wir jetzt vor die Tür. Mach das doch hier drin. Ah, hier drin. Du willst hier drin eine Rakete zünden. Ja. Eine Rakete, die du in die Luft schießt. Der will hier eine Rakete drinnen zünden. Hier ja, drinnen! Wir machen's einfach. Was haben wir denn hier? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin wieder hier. Er kann das nicht tun. Er kann es nicht. Ich kann. Lass mich raus hier. Liebe Leute, das ist mit Abstand das Dümmste, was wir getan haben. Ihr wisst, wichtige Sachen werden in Feuer geschmiedet. Scheiße, Alter, das geht nicht. Oh! Oh! Safe. Alter. How to fix your computer 2. So, liebe Freunde, das war's mit dieser Ausgabe Community Games. Man kann was sagst du als Fazit? Ja, wurde mal langsam wieder Zeit. War okay. Wenn ihr wieder Ideen für coole Challenges habt, immer damit in die Kommentare bitte. Und diesmal brauchen wir richtig, richtig geile Ideen. Geilen Scheiß. Oder wenn ihr mal Bock habt, nochmal so ein Paint-Quiz zu sehen, dann malt uns doch mal Bilder und schickt die uns einfach. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich den Like-Button hitten oder uns abonnieren. Bis dahin. Euer Makatze und euer Buddy!